Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ein paar Siedlungen geholfen für die Minutemen. Hat voll viel Spaß gemacht und wir sind auch überhaupt nicht zu Orten hingegangen, die wir schon erkundet haben und so, ne? Ich mache jetzt, weiß nicht. Ich wollte eigentlich nicht weitermachen, aber ich gehe nochmal zu Jamaica Plains, wo ich mich gerade importe und gucke, wo die mich hinschicken. Wenn das ein neuer Ort ist, gehen wir da hin. Wenn nicht, mal schauen. Klingt das nach einem Plan? Ja, gut. Warum tut Preston Garvey nichts gefallen, was Ich ich kenne mache? viele, die hier nach dem Schatz gesucht haben. Ich kenne keinen, der jemals zurückgekommen ist. Okay, hier gibt's einen Schatz. Habe ich mich eigentlich hier schon mal umgeguckt? Ich glaube nicht, ne? Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Ja, wer will mit mir schnacken? Du. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, deswegen bin ich hier. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein Ah. paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Okay, Wenn du das ist schon dafür wieder sorgst, dass die anders. alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht alles wieder aufgebaut werden. Kein Problem. Ich kümmere mich für euch um sie. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Oh, Preston hat das geliebt. God's House Group. Aufgepasst. Sag mir einfach wo. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Boah. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde Hab doch raus, was sie schon. wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ich habe hier jetzt drei Missionen. Ja, da war ich noch nicht und da auch noch nicht. Wow, das ist weit. Hier sind viele Orte, wo ich noch nicht war. Finden wir mal, warum sind da so viele? Schicken wir mal ein paar Leute hier überall hin. Wisst ihr, hier ist meine Flasche. Ich muss mal kurz mal trinken. Wenn ihr euch ja entschuldigt. Ja, schönes kaltes Wasser. Gut, Dogmeat. Sollte ich vielleicht auch mal mitnehmen. Kriege ich von dem Augenbonus. Sehr viel interagieren kann ich mit denen. Obwohl, weiß ich gar nicht. Ich will von all meinen Charakteren mal endlich hier die letzten Effekte und so bekommen. Wie machen wir es so schwer? Warum lieben die mich nicht? Das ist der einzige Grund, warum ich einige Leute hier mitnehme. Ich will, dass die mich lieben. Und warum steht jetzt da fünf Leute, wenn da neun Leute waren auf der Karte? So, ist einer von euch hier unbeschäftigt? Ich kann den nicht schicken, dass der irgendwas macht. Im Moment sind da neun Leute oder was? Bleib auf Oh, der die Straße, Karawane. dann ist deine Überlebenschance größer. Die Du Welt da draußen kannst ist mal Zigaretten von mir gefährlich und ist kaufen. auch gut so. Sonst hätten wir Ärzte ja nichts zu tun, stimmt's? Ja, schau mal. Nein. Sag mir, was nicht stimmt. Ich habe die passenden Lösungen. Das war's. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Ich wollte eigentlich Sachen Doc. verkaufen. Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen, Einschusslöcher und Krankheiten wieder hin. Ja, okay. Aber ein Heilmittel für schlechten Charakter gibt es nicht. Ja, ich war springen, was soll Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich habe jede Menge Stimpaks, Camps und anderen Kram. Wenn man das zum ersten Mal hört, oder was? So, du hast Schrott und Munition, das ist doch mal nicht gut. Das kannst du auch nehmen, zum Beispiel. So wenig Sachen nur. Diverses. Was hatte ich denn? Zigaretten, meine Güte. Okay. Gut, hat sich nicht so So viele gelohnt. Meilen auf der Straße. So, was haben wir denn hier noch? Da müssen wir hin. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Okay. Hat die gerade gesagt, wenigstens ist die Bezahlung schrecklich? Was? Okay.
Also, das sieht doch mal wohl. Ah, sehr schön. Kann so ein Viech nur so in allen möglichen Teilen zerfliegen. So. Kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Da waren Supermutanten, glaube ich, ne? Ich glaube, den Ort habe ich mal erkundet und dann bin ich da nicht hingegangen, weil ich da Supermutanten gesehen habe. Ich kann nicht so an springen. Das hat ihr schön. Boah, mich hat Viech jetzt erschreckt. Oha. Ja, ich kam so komisch in den Bildschirm rein. Ey. Ja. Mein. Vor den Viechern ist echt alles nervig, ne? Lassen sich nicht gut treffen, weil die so komisch dünn sind. Öl einfach, okay. Aber nee, das war dort, wo ich jetzt denke, das war Dingens hier. Ein vierblättrigen Kleeblatt als Zeichen. Ja, gib mir diesen Ort. Ja, Rap Schachthafen. Schachthafen, Yachthafen meine ich. Oh. Super Kleber. Stimmt, ich hätte vielleicht auch meine Sachen einlagern sollen. Viel Kleber, sehr gut. Ich stehe auf Kleber. Oh, ich schnüffle da so gerne dran. So, kann man das hier einfach so öffnen oder muss ich da extra in so ein Gebiet rein? Ja, das ist irgendwie so gleich aufgebaut wie Dingens, ja. Diese Lucky Port Station oder wie auch immer das hieß. Roter Witwenblutkäfer. Bitte mir sein, geh nicht auf mich los, nur weil ich das Ding abschieße. Mein kritischen Treffer. Boah. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Okay. Einfach nur random so, meinetwegen. Hat niemand was dagegen. Aber wie komme ich da rein? Lasse er mich da rein. Kann er da rein? Ich glaube, er kann nicht da rein. Oh, was? Okay. Einfach so eine Mini-Atombombe im Müll. Oh, ah, da ist sogar. Hallo, Eugene. Ihr Bruder Malcolm hat eine Überraschung für Sie vorbereitet. Okay, nicht noch mehr verrückte Roboter. Nicht noch mehr verrückte Roboter. Ja, wenn Roboter mit von mir irgendwas wollen, kann das nicht gut ausgehen. Hallo Eugene. Alles Gute, Eugene. Alles Gute, Eugene. Alles Gute, Eugene. Alles Gute, Eugene. Was? Mein Gott. Ey, aber da haben wir ja alle Dachschaden, die ganzen Mr. Andys, ne? Aha. Die Roboter haben Probleme in dem Spiel. Eugene's Terminal, da bin ich mal gespannt. Hey. Oh, hallo. Tesla-Forschung. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Das ist sehr gut
für mein Lasergewehr, was ich nicht dabei habe. Malcolm, würdest du bitte aufhören, deinen Kaffee zu schlürfen? Ich kann dich buchstäblich auf der anderen Seite des Hangars hören. Das wüsste ich nicht besser, würde ich glauben, du machst das mit Absicht. Eugene, das hier gehört alles mir. Wenn du irgendwas anderes bist, du ein toter Mann. Malcolm. Ja. Eine sehr enge Freundschaft zwischen Malcolm und Eugene. Okay. Okay, er hatte einen Roboter, der Geburtstag hatte. Mein Gott. Willkommensterminal. Aber waren Menschen, ne? Malcolm und Eugene. Hate does like me. Wood. Tire. Soon, lack mich. Must. Yeah. Yeah. Gott verdammt. Aron. Dark. Age. Rats. So. Wir sind heute im Yachthafen angekommen. Draußen ist die Hölle los. Wir müssen eines dieser verdammten Boote reparieren können, um hier zu verschwinden. Dabei muss es nochmal durch Ding und Ding gehen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wollen erstmal einen Tasse Kaffee. Nämlich diesem Blödmann die Meinung gezeigt habe, redet er nicht mehr mit mir. Wir müssen nach Norden fahren. Diese Feigling hat stattdessen überall kleine Notizen hinterlassen. Aber warte, das kann ich auch. morgen ist unser Geburtstag. Eugene will den Krieg, will das Kriegsvergaben und vielleicht habe ich es ja in seinem Rücken. Wenn die Sicherheitsbot keine Rolle, das dürfte ein, ne? Ja, so war also geplant. Super. Die haben mich mit Eugene angesprochen, oder? Oder mit Malcolm, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube mit Eugene. Und ja. So wollte der den umbringen. Alles klar. Familie halt, ne? Ist noch eine Wackelpuppe oder so. Wo ich habe ein Magazin, das ist eigentlich auch schon gut. Das wäre es. Wäre nicht gierig werden, doch will ich. Wo ist der Mr. Handy die ganze Zeit? Der ja plappert. Draußen der oder was? Der draußen hat mir irgendwie nichts gemacht. So, Malcolms. Nee, nicht Malcolms. Dingens. Wo ist das? Eine Terminal. Vier Fusionskerne, okay. Danke. Warte mal, was? Fleisch, okay. Was haben wir hier? Eugene's Terminal. Er ist ein Tag im Yachthafen. Vor 10 Tagen sind die Bomben gefallen und die Welt ist verrückt geworden. Die Boote sind noch in guten Zustand. Aber selbst wenn es ein Nerv gegangen ist, der einen Kaffee trunken stürft. Die verdammte Idiot glaubt mir sagen zu können, wie die Dinger laufen, würde es sich noch wundern. Er braucht nicht, und das heißt, wie nach Süden, okay. Das ist mal beim Kaffeetrinken geschlürft. Er muss sterben. Er hat zum letzten Mal beim Kaffeetrinken geschlürft. Er muss sterben. Alles klar. Es ist die einzige logische Entscheidung. Es gibt niemanden außer ihm, der die Schuld daran trägt. Alles, was ich brauche, sind die Teil von seinem Boot, okay. Dann kann ich aus dieser verstrahlten Hölle fliehen. Ich habe mir die Sicherheitsprotokoll der Roboter angesehen und glaube, ihm steht eine kleine Geburtstagsüberraschung bevor. Was? Ja. Meine Güte. Wie aus so einem schlechten Horrorfilm ist das irgendwie. Er hat zum letzten Mal aus mit dem Kaffee geschlürft. Er muss sterben. Ist das geil. Ja, sieht man mal, was das Ölland einmacht, ne?
Komme ich ja mal wieder raus hier. Was geht? Wir haben so geile Sprüche drauf. Na schön. Alter, aber ich habe noch keinen. Ey, andauernd kommen diese Roboter und machen irgendeinen Scheiß mit mir. To surf, man. Bin ich da richtig? Ja, was soll's? Gehen wir jetzt auch da hin. Dem einen Ding kommen wir sowieso nicht hin. Die Roboter sind sowieso ein Highlight dieses Parts. Also da kommt noch was Krasseres. Am krassesten war ja immer noch die Galerie. Wer weiß, kann bestimmt noch getoppt werden irgendwann. Werden wir sehen, ne? Was war das? So, ich dachte, das Ding jetzt hier irgendwie so kaputt gegangen. Was ist da passiert? Ich hab da schießt immer mit einem Raketenwerfer, oder? Wir schießen da. Ja, aber irgendwas. Es ist tot. Da oben war die Explosion, also nehme ich mal an, da hat jemand hingeschossen oder jemand hat gegen die Wand da oben geschossen. Da auch sein. Da sind aber Supermutanten, das weiß ich. Außerdem ist das so ein Satelliten, weiß ich nicht, Stützpunkt, irgendwie sowas. Da waren letztens auch Supermutanten in irgendeinem anderen Gebiet. Hört sich an, wie jemand eine Rüstung trägt. Eine Power Armor. Ich werde verrückt. Ich schwöre. Wer? Na gut. Das Chat wird dich nervös machen. Ja, hört sich an, wie jemand eine Rüstung trägt. RR für Red Rocket. So heißt mein Raketenwerfer. Nach der Red Rocket Station benannt. Ich hätte ihn auch Rocket 69 nennen können, so wie das Lied, was hier im Spiel vorkommt. Rocket 69, Rocket 69, Rocket. Was ich ja nicht abspielen kann wegen Copyright. Ding. Ich habe mir seit irgendwie Kronkorken Minen herzustellen. Im dritten Teil. Die habe ich so oft benutzt. Ich benutze gar nicht mehr so oft Minen in dem Spiel, so wie in Fallout 3. Vermisse ich irgendwie. So, ich sehe nicht Gegner. Wo seid ihr denn? Komm schon. Nach all den Jahren. Schluss, Jungs, da ist nichts. Hm? Ich hab es gehört. Scheiße, was war das? Nicht hier rein, nein, okay. Nicht hier rein, nein, okay. Ich kann hier rein. Was? Wupf. Mitten ins Gesicht. Mit dem langsamen Teil wirst du mich nicht treffen. Wer schießt mich jetzt hier wieder von hinten ab? Du ein. Was? Buchbrückgabemarke, okay. Was?
Auch keine Angst. Also voll überpowered die Waffe. Ich liebe es. Ihr habt alle Buchrückgabemarken. Habt ihr alle gelesen, ne? Belesen, ne? Raider oder was? Oh, halt der viel. Machst du denn, sag ich so? Sieht aus, als würde die so eine Treppe runtergehen. Wow, ich sag doch, hier läuft einer mit einer Power Armor rum. Lass mich entsprechend darauf antworten. Rocket 69, Rocket. Oh, ich habe 75 Raketen, da kann ich ruhig ein paar verballern. Sehr gut. Kann ich aber nicht mitnehmen, habe ich das Gefühl. Raider-Klamotten. Mhm. Aber wenn ich jetzt wüsste, welche Raider-Klamotten ich schon habe und welche nicht. Mir fehlen auf jeden Fall, glaube ich, so ein paar Teile. Oh, das gibt's doch nicht. Mit einer Rüstung habe ich mir eingebildet. Na dann. So. Na du. Wo bist du? Mein Gott, sind hier doch viele. Sind hier viele. Ever Beach Station. Muss ich hier nicht auch ein paar töten? Oder musste ich nicht mal hier ein paar töten? Wow, sieht ja gar nichts ab. Komm her. Der hebt da einfach mal auf. Auf so einen Müll. Schön. Alter. Alter. Wartet, da komme ich jetzt rein, wenn ich den Eingang finde. Power Armor, die werde ich gleich auch noch einstecken, keine Sorge. So, und so viel Buchrückgabemarken, geil. Hier, komm mal rein. Hi, geht. Oh Gott. So machen wir das. Oh Gott. Wow, war ich lange in der Luft. Alter, hör auf mit den Granaten zu werfen. Ist, glaube ich, eine blöde Idee. Ah, du bist da. Super. Ich dachte, Supermutanten wären schon doof. Lässt du mich hier durch? Da ist doch gar nichts. Ich will in den Auto reingehen. Ma. Ich will in den Auto rein. Okay. Oh. Dann knöpfen wir die uns von der anderen Seite eben. Ich habe gar nichts in mich reingestochen. Einfach nur meine Hand genommen. So, oh. So, boah, ich habe mich verschluckt. So.
Ich habe keine Munition mit dem Ding. Dreck. Boah, schon wieder einer. Und Preston hockt wieder da. Oh, wir sind Buchdinger. Extreme Munitionverschwendung. Boah, wenn ich den benutzen könnte, ne? Ja, zum ersten Mal. Nein, nicht. Boah. Ja, gut. Ja, ich liebe diese Waffe jetzt schon. Es ist nur eine legendäre übrig. Den schnappe ich mir eher mit. Oh, da ist hier eine Spielhalle. Cool. Boah. Ding tut mir die ganze Sicht irgendwie versperren. Ja, tun wir erstmal dich erledigen. Wo bist du? Au. Wo? Ich knall doch hier gleich voll gegen die Wand oder so, ne? Natürlich kann das Auto nicht explodieren, wenn ich mal aufschieße. Oh, das ist eine Zeitschrift. Ich habe eine Zeitschrift gefunden. Cool. Danke. Oh, jetzt sehe ich auch, wie viel Schaden der macht. Leben und Leben. Du hältst dauerhaft plus eins Glück durch Alkohol, wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist. Okay. Bisschen random der Effekt, aber okay. Hier gemacht eine Plank oder was? Wenn in die Fresse. Stil erledigt. Ist cool, tut das Gehstock. Sachen, die so gegnerspezifischen Schaden machen, finde ich sowieso blöd. Da, wo ist er mit der Power Armor? Der ist jetzt wahrscheinlich weg, ne? Wäre irgendwie richtig geil. Wir sind immer noch welche. So, hier ist er. Ich will gar nicht tragen. 4, geil. Gewicht 0, okay. Weil kaputt ist oder was, das macht irgendwie wenig Sinn. Wo bist du, Preston? Das geht mir so auf den Nerven, dass die machen, was sie wollen, die Gefährten, ne? Wenn ich die mal brauche, sind die nie in meiner Nähe. Ja, meinen zu eigenen Willen. Der war doch gerade hinter mir. Okay, ich würde dann aber sagen, ich beende die Partie hier. Versuche, ob ich irgendwie Preston noch aufgegabelt bekomme. Gehe dann kurz zurück zu meinem Haus und lagere ein paar Sachen ein. Dann sehen wir uns wieder hier in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.